Hallo lieber Löwe, wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenke, es ist kollektiv, es ist allgemein und das kann nicht auf jeden zutreffen. Und vielleicht hilft es dir, wenn du deinen Aszendenten bzw. noch dein Mondzeichen anschaust und dir natürlich auch hier deine eigene Sensibilität anschaust. Denn hier liegst du im Kartenbild, ganz egal, ob du männlich oder weiblich bist. Die Dame steht immer für dich als zuschauende Person. Und in die eigene Sensibilität solltest du definitiv in der jetzigen Woche reingehen, denn es liegen Wolken vor dir. Es ist so ein bisschen, die Sicht ist vernebelt. Wir haben die Thematik des Mondes mit drin liegen, deine Wünsche, deine Träume. Natürlich ist nicht immer schön Wetter, aber gerade in den dunklen Jahreszeiten können wir super uns unseren Wünschen stellen. Wir wandern hier von 9 der Münzen, verborgene Talente bzw. Ergebnisse des Schaffens in die 10. Das heißt, wir gehen in den Abschluss. Hier kündigt sich ein Abschluss an. Hier wird er stattfinden. Das ist der Verstand. Der sagt, hier ist endlich Schluss mit lustig. 10 der Schwerter. Das Ende kündigt dich damit an. Ein notwendiger Schlussstrich, der getätigt werden muss, und es ist auch eine Loslösung von der Vergangenheit. Mit dieser Loslösung kündigt sich hier auch die Reinigung, die Heilung an mit dem Turm. Das heißt, es ist Durchbruch. Hier wird absolut durchgebrochen durch die Wolkendecke, durch den Nebel und mit den 8er Stäben, weil wir hier auch die Thematik haben, der Ergebnisse eines Schaffens bzw. sogar auch Talenten, verborgenen Talenten, die genutzt werden können. Whatever. Ja, es geht um dein eigenes Dasein. Sendest du hier mit den 8er Stäben auch Neuigkeiten raus bzw. erhältst sogar Neuigkeiten. Wir haben hier das Hochgefühl liegen mit den 10 der Kelchen. Das ist Zufriedenheit. Ja, das ist auch ebenfalls Abschlussenergie. Und mit dem Ritter der Schwerter findest du hier zurück in deine eigene Logik, in deine eigenen Argumente. Wie gesagt, das Loslösen von der Vergangenheit ist immer ein Weg zurück in die Eigenbestimmung. Weil solange die Vergangenheit an dir nagt, die die Sicht vernebelt für deine Zukunft, weil du bleibst in der Vergangenheit, solange bist du in der Fremdsteuerung. Und solange wirst du dich auch weiterhin, ich sag mal, rumquälen mit deinen Erinnerungen, deinen emotionalen Erinnerungen aus der Vergangenheit. Deswegen ist es wirklich wichtig, hier rauszugehen aus deiner Vergangenheit und einen notwendigen Schlussstrich zu ziehen. Und ich sage es bei euch auch gerne auch nochmal, etwas aufgeben und etwas beenden sind zwei Paar Schuhe. Wenn du etwas aufgibst, dann hast du das Gefühl des Verlustes. Wenn du etwas klipp und klar beendest, dann ist es kein Verlust, sondern es ist eine Bereinigung. Und dieses Ende führt zum Hochgefühl.